Meine Freunde, herzlich willkommen. Heute präsentiere ich euch was Neues in GTA. Und zwar gibt es ein neues Fahrzeug zu gewinnen im Casino. Und ich glaube, da freuen sich viele Leute drauf. Und zwar ist das die Formel 1 Möhre. Guckt es euch an. Im Michael Schumacher Style. Aus dem blauen Streifen. Aber geht nicht ohne, leider. Ich habe es gestern gewonnen. Beim ersten Versuch nicht. Und heute will ich euch einfach mal zeigen, ob die Möhre das wert ist, wa? Ich denke mal, wenn man das Auto kaufen kann, würde es ungefähr 2 Millionen kosten. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß es nicht. Kommen wir mal zum Feeling. Feeling, muss ich ehrlich sagen, ist schon geil. Einfach ein Formel 1 Auto in GTA fahren zu können. Ist schon geil, wa? Ich habe richtig Bock auf Rennen mit dem Formel 1 Auto. Es gibt ja auch so nachgebaute Rennstrecken in GTA. Da bin ich wirklich gespannt, mit der Möhre lang zu flitzen, wa? Kommen wir zu den technischen Sachen. Beschleunigung. Ich finde es nicht so krank, wa? Also, es ist schnell. Aber nicht schneller gefühlt als ein GTO, als ein T20, keine Ahnung. Also es fühlt sich flott an, könnte auch liegen daran liegen, dass man mit der mit einem Arschbacken direkt auf dem Asphalt liegt. Aber es kommt einem jetzt nicht ultra schnell vor. Was ziemlich geil ist an der Karre, wenn man bremst, baut sich unten links in der Ecke der gelbe Balken auf. Und das ist sowas, das heißt glaube ich in der Formel 1 Curse System oder so. Ich möchte da kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber das ist quasi Energie, die ich gewinnen kann. Die sammelt sich jedes Mal, wenn ich bremse, sammelt die sich. Und dann kann ich die mit dem linken Stick, kann ich die freilassen. Und dann habt ihr so eine Art Turbo. Das ist schon relativ geil. Gucken wir jetzt mal, jetzt bremse ich mal. Seht ihr, wie der Balken sich auffüllt? Das ist schon geil, oder? Und dann kommt es einem auch mega schnell wieder vor. Könnte an den Effekten da etc. liegen, die man dann hat. Aber ich sag mal so, für alle Formel 1 Fans eh ein absolutes Muss. Ich freue mich wirklich auf Rennen, wo 20 Leute so eine Karre fahren dann. Ich persönlich würde es mir jetzt für 2 Millionen nicht holen. Das Tuning ist gefühlt mega teuer. Ich glaube 300.000 habe ich gestern dafür ausgegeben. Aber es ist ein Formel 1 Auto, Leute. Was soll ich euch da großartig erzählen? Season Pass ist rausgekommen. Da, du kannst mit der Möhre an der Wand fahren, beziehungsweise an der Decke. Ich suche mal einen Clip raus, wo ich es geschafft habe. Ja! Das ist schon wirklich geil, wa? Gibt's bestimmt ein paar geile Möglichkeiten mit der Karre, wa? Auf jeden Fall.